Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind, sorry. Ja, was mir gerade so in den Kopf geschossen ist, wir haben wieder den ganzen Morgen Regen. Hatten wir das nicht letztens auch schon, vor ein oder zwei Tagen, dass der ganze Vormittag verregnet war? So, hier sind Baumstämme, können auch mal ein bisschen. Silage, okay. Ich würde jetzt gern erstmal zu den Sämaschinen switchen. Hast du noch was zu tun? Ne, du bist, würdest fertig sein? Oder warst du derjenige, der am Auffüllen ist? Du bist fertig, genau. Schwitzen. Einmal zurück. Du bist der Schnelle und du warst noch nicht fertig, genau. Den anderen können wir dann gleich komplett zurückfahren. Den müssen wir noch einmal auftanken. Dünger jetzt nicht. Wir fahren ein Stück weiter zum Saatgut. Dünger braucht ja nicht so viel. Saatgut geht uns ja ständig aus. So, das war's schon. Deckel zu. Leiter hoch. Ist das eine Suppe? Überhaupt keine Lücke zu sehen. Einfach nur grau. Wir wollen mal schauen, wie weit er gekommen ist. War da nicht schon fertig? Nein, er war ja, ne, da ist ja noch ein Streifen. Ein Streifen hat er auf jeden Fall noch. Können wir den Kurs einblenden? Warum wäre er denn gefahren? Du warst jetzt der linke oder der rechte? Rechte? Bin mir nicht so sicher. Weil wirklich bei der letzten Bahn hat er kein Saatgut mehr gehabt. So, hier ist die Bahn zu Ende. Dann können wir ihn ja eigentlich hier draufsetzen. So, er wird jetzt wahrscheinlich ausklappen und wieder zusammen. Oder? Ja, weil er merkt, hier ist schon angesät. Jetzt müsste er eigentlich wieder zu der Position fahren, wo er anfangen müsste. Ja, wir lassen einfach. Er fährt auf jeden Fall den Weg lang und ich nehme an, er fährt den ab, bis er an den Punkt findet, wo er weitermachen muss. So, dann können wir. Heißt für uns hier, du bist hier fertig. Wir klappen dich mal zusammen, was du noch nicht gemacht hast. Kurs löschen.
wieder rausgeklickt. So. Dann können wir den auch direkt zum Hof schicken. Weil wir sind ja hier oben fertig. Auffüllen können wir uns unten. Abfahrer einstellen. Nein, aufhören. Nein, nicht. Nimm den Überführungskurs. Mehr wollte ich nicht einstellen. So, dann bist du schon mal auf dem Rückweg. Hat der andere seinen Punkt gefunden? Ja, genau hier vorne. Das kurze Stück hat er noch gemacht. Und dann war er wohl leer. Ja. Probierst du jetzt nochmal oder... Ja, er fängt sofort an. Ja, gut. Die letzte Bahn. Hier, da stand alles am Hof rum. Du bist auf dem Weg nach Hause. Oh, was war das denn? Du bist angeeckt. Du wolltest bestimmt zur Holzwirtschaft und da Paletten holen. Schon wieder zu weit. Holzverarbeitung da. Oder schicken wir dich jetzt erstmal zur... Ich glaube, wir schicken dich nicht zur Holzfabrik. Das ist nämlich der Einzige, wir schicken dich zur Zellstofffabrik. Weil da haben wir ja gesehen, die produziert nicht mehr weiter, weil der Kartonträger voll ist. Und den würde ich gern schnell mal leer machen. Das ist unser Wassertank. Wassertank wollten wir die Weberei nochmal befüllen. Ach, hier wären auch gar nicht so viele Paletten gewesen. Dann ist ja gut, dass wir die... Einmal hier leer machen. Können wir auch mal die Tore schließen. Also Wolle ist hier genügend. Vielleicht werden wir die nächste Wolle, wenn der Spawner da bei den Schafen voll ist, werden wir dann auch mal vielleicht mal verkaufen. Wir haben hier 164.000 Wolle. Mit dem Produzieren gar nicht nach. Na? Was ist jetzt los? Ich wollte eigentlich nur eigentlich die Tür zu machen. So. Machen wir das dann so. Bist du leer? Ja. Und zum Sägewerk.
Der ist unser Milch-LKW. Da haben wir ja gesagt, damit den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und der soll sich mal hier den Langholz-Trailer schnappen hier. Ja, und die Sämaschine ist auch fertig. Wunderbar. Können wir gleich auch wegfahren Richtung Hof. Eben schnell mal rüberfahren. Können wir den schon mal aufladen. Der ist ja hier gleich um die Ecke, unser Holzschlag. Linke Seite ist verkehrt, rechte Seite. So, zum nächsten Stapel. So. Gucken, wie wir den hier kriegen, ob wir den kriegen. Ja, kriegen wir. Mal ausrollen. Wieder drei Stämme. Wie gesagt, ich schalte den zwischendurch immer aus, dass ich nicht beim Fahren einen Stamm bekomme. Weil der legt sich dann ganz anders hin. So, der eine muss erstmal warten. Eigentlich sind wir ja schon voll, oder? Ja, wir sind voll. Jetzt gucken wir mal hier an. Puma steckt im Verkehr fest. Achso, den habe ich nicht. Der will wieder zurück. Das soll er gar nicht. Soll sich vielleicht gleich mal mit Saatgut voll machen. Da können wir den dahin fahren. Den Kurs rausschmeißen. Dünger kann bleiben. Dünger haben wir ja immer genügend drin. Kannst du erstmal hier warten. Wohin fährst du? Ich wette mal, du hast die Kurve wieder nicht gekriegt und du warst wieder zu schnell unterwegs. 40 km/h ist für euch zu schnell. Aber gut. Wir haben dich ja noch sehr gut abgefangen. Weil hier der Monitor ist aus. Weil hier die Kartonage einfach voll ist. Ne.
Noch einer, bitteschön, dann kannst du sofort weitermachen. Ja, bringe ich die jetzt ins Lager? Ich glaube, ich bringe die jetzt ins Lager. Nochmal, mal schauen. Druckerei wäre noch zu überlegen, ob, aber die brauchen nicht so viel. Molkerei, die braucht Papier. Und vielleicht Europaletten. Ja, die haben nicht mehr viel Papier. Haben sie noch fünf, die brauchen keine Kartons. Druckerei. Hier vorne ist die Druckerei irgendwo drin. Da. McDonald's. Nee, nebenan. Wasser. Gehen wir mal zum Wasserankauf. Der ist nämlich direkt gegenüber. Nee, Drucker. Pappe ist auf jeden Fall auch noch voll. Dann werden wir den. Wenn wir den LKW Richtung Lager fahren. Wenn wir es dann nicht verkauft kriegen, werden wir die volle Ladung oder nicht mehr reinbekommen, dann werden wir die volle Ladung verkaufen. Wir fahren erstmal ins Lager. Tränkhalle, Obst, Produktionshalle, da, so hieß sie. Einmal hier auftanken. Und dann können wir vielleicht zum Abtum switchen, der auch eine gute Arbeit gemacht hat. Kurs löschen und den Richtung Brücke steuern und ihnen dann den neuen Kurs geben nach Hause. Der ist auf dem Weg nach Hause, wunderbar. Du bist noch. Ach, du bist schon hier. Ja, ist ja auch gleich nebenan, ne? Wo ist denn hier unser Füllstand? Hier vorne die ersten, ne? Kartons ist eigentlich schon gut gefüllt, aber die kriegen wir noch unter. Kein Problem. Dann laden wir hier einfach ab und wir fahren mit denen jetzt zum Sägewerk 2, um für die Molkerei Leerpaletten zu holen. Oder, nein, wir machen was, obwohl die sind da fertig, warten auf Abholung. Ich habe mir jetzt überlegt, die Paletten können wir auch von hier nehmen. Aber ich würde sagen, lasst uns erst die Paletten da vom Sägewerk nehmen. Wenn da keine produziert worden wären, könnten wir jetzt hier nehmen, so als Notbestand. Das war meine Überlegung jetzt. Auf 30 km/h habe ich dich abgeändert. Wunderbar. Und du fährst bitte zur Holzverarbeitung.
Und mit ihm werden wir jetzt noch einmal zum Abschluss... Ups, ich habe nicht ausgeschaltet. Shit, shit, shit. Der war noch... Kann ich... Komm. Wir fahren den ja selber. Ist das ein langes Teil. Ob wir damit ankommen? Ein Foto für die Galerie. Und schön sachte in den Kurven. So viele haben wir ja nicht vor uns. Aber ich glaube, da können wir auch mal Randale-Leuchte anmachen. Und die geraden Strecken verleiten einen, schneller zu fahren. Was wir ein bisschen können. Aber wenn, bevor die nächste Kurve kommt, müssen wir langsam machen. Sonst liegen uns die Baumstämme auf der Straße. Das geht so schnell. Und beim Zurücksetzen sind sie ja dann nicht mehr da. Aber weit haben wir es ja nicht. Ich schätze auch, dass der derbe überladen ist. Ist nasses Holz. Es regnet. Der ist wäre sowas von überladen. Jetzt mal hier ganz langsam machen. Wie viel wären das? Wie viel haben wir jetzt drin? Zeigt er uns so nicht an. Wir haben Holzstämme 1.856.000. Ob wir die 2 Millionen Marke knacken? Schauen wir mal. Dann wären 150.000 drin, aber ich glaube, die haben wir locker geschnappt. 150, 300, 400, 400.000 Holz war da drauf. War schon eine Menge. Oh, den können wir erstmal an die Seite fahren. Er liegt noch ein bisschen. Holen wir in der nächsten Folge ab, würde ich sagen. Ich fahre den jetzt hier mal auf so einen Weg, weil ja der mit den Paletten eigentlich auch noch kommen sollte. Aber der, mir scheint, der ist noch auf dem Weg. Hier ist auch noch Platz. Er ist am Hof. Ja, und damit soll es auch wieder für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr schaltet nächstes Mal wieder rein, hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. Ciao, ciao.